Hallo zusammen, mein Name ist Thorsten Kramm. Ich komme aus Köln und bin Softwareentwickler, habe eine kleine Firma, die Software entwickelt und wir machen Open Source Software. Und ich freue mich, dass ich euch heute unser neuestes Projekt vorstellen kann. Das heißt Airport, das ist die Abkürzung für Remote Port. Und das ist die Agenda für die nächste Stunde. Ich werde euch vorführen, was kann die Software, warum haben wir die ins Leben gerufen. Und dann hoffe ich, dass es zahlreiche Fragen gibt, sodass wir da in einen regen Austausch kommen. Ja, gehen wir direkt mal in medias res. Ich denke, das ist das Spannendste, erstmal die Software zu sehen und später gibt es dann die Fragen, warum haben wir die gemacht und braucht es so eine Software überhaupt? Solche Sachen kommen dann später. Also, Airport ist, genau, wenn es Fragen gibt, könnt ihr die natürlich im Chat stellen oder ich denke, ihr könnt euch auch unmuten und einfach eure Fragen verbal stellen. Airport ist eine Software zur Remote-Verwaltung und für den Remote-Access zu Systemen, die in der Regel hinter einer Firewall sich befinden und zu denen wir keinen direkten Zugang haben. Also wir können nicht unsere Shell öffnen und eintippen SSH irgendetwas, weil dann landen wir auf dem NAT-Router und dann bräuchten wir Port-Forwardings oder andere Sachen, VPNs, um an die ganzen Systeme ranzukommen, die hinter einer Firewall liegen. Airport funktioniert hauptsächlich browserbasiert, aber es kann auch komplett von der Kommandozeile bedient werden. Das zeige ich im Anschluss an die browserbasierte Bedienung. Ja, vorweggeschickt, das Ganze ist Open Source, sonst wäre ich jetzt hier nicht auf der Froscon MIT lizenziert. Download auf unserer GitHub-Seite, das zu Details aber auch später. So, hat man den Airport, also Schritt 1 ist, den Airport-Server zu installieren. Das ist relativ einfach. Unsere Software ist in Golang entwickelt. Das heißt, sowohl Client als auch Server bestehen nur aus einer einzelnen Datei. Die führt man aus und damit startet der Airport-Server. Und der Airport-Server ist dann in der Lage, Verbindungen von seinem Airport-Client entgegenzunehmen. Der Airport-Client wird dann auf jedem verwalteten System installiert. Und der baut dann von innen nach außen eine Verbindung auf, sodass wir alle unsere Geräte, egal wo die sich befinden, die können sich in zig unterschiedlichen Netzwerken befinden, hinter Firewalls, die können sich über Wi-Fi oder sonst irgendwie einloggen und fünfmal am Tag die IP-Adresse wechseln. Der Client findet immer seinen Weg zum Server und damit macht er diesen Client erreichbar. Also erster Benefit der Software ist, wir haben hier links immer ein Inventar, wo wir all unsere Maschinen sehen, die wir so in der Verwaltung haben. Die können wir dann in Gruppen auch sortieren. Wir können denen Tags geben. Wenn man also mit vielen Maschinen zu tun hat und die befinden sich an vielen verschiedenen Orten oder man kümmert sich um Server, die verschiedenen Kunden zum Beispiel gehören, dann kann man das hier alles schön sortieren und hat jederzeit ein aktuelles Inventar. Der Client gibt dann auch noch so ein bisschen von sich preis, was für ein Operating System ist installiert, was ist die externe IP-Adresse, was ist die interne IP-Adresse, CPU, handelt es sich um einen Virtualisierungsgast oder um den Virtualisierungswirt, solche Sachen. Und wir können auch Tags geben, um das Ganze zu sortieren. Hinter den Kulissen basiert das Ganze auf SSH und WebSockets. Der Client
baut eine HTTP, nicht HTTPS, HTTP-Verbindung zum Airport-Server auf und durch die HTTP-Verbindung baut als erstes eine SSH-Verbindung auf. Dann kommt es eben zu dem, was wir auch von einer normalen SSH-Verbindung kennen. Der Server sagt, wer er ist und der Client hat den Fingerprint vom Server und vergleicht ihn dann. Und wenn sich jemand als Man in the Middle dazwischen stellt und behauptet, er wäre der richtige Airport-Server, dann wird der Client sagen, okay, nein, das ist nicht der Fingerprint, den ich erwarte. Und er schließt die Verbindung sofort wieder. Und wenn wir nun so ein Gerät hier, also ein System uns dort einloggen wollen, das ist jetzt auch ein Server, der hat die private IP-Adresse aus so einem 10er-Netzwerk und was wir hier als externe IP-Adresse sehen, das ist der NAT-Router, über den das System nach draußen kommt. Dann kann ich sagen, ich brauche jetzt mal Zugang zum SSH-Port, da die Web-Oberfläche weiß, dass es sich um ein Linux-System handelt, wird hier SSH direkt vorgeschlagen. Und wenn wir jetzt eine Verbindung aufbauen, dann wird hinter den Kulissen ein Reverse-Tunnel aufgebaut. Das ist das, was wir auch von SSH-R kennen. Und dieser Tunnel ist aber nur für mich erreichbar. Das ist jetzt meine öffentliche IP-Adresse von meinem Router. Und jetzt kann ich die Verbindung starten und nun bin ich hier eingeloggt, ja, durch diesen Reverse-Tunnel. Und dieses System ist standardmäßig eben nicht von außen erreichbar. Diese Tunnel kann ich natürlich sehr universell nutzen. Ich könnte darüber auch jedes andere Protokoll fahren. Ich kann darüber einen Webserver, der auf dem Client ist, freigeben. Ich kann ja hier auch, wenn ich den Tunnel starte, sagen, ich möchte keine Access Control List verwenden, sondern das für jeden freigeben. So funktioniert das dann auch ohne Control List. Funktioniert natürlich nicht nur für Linux, funktioniert auch für Windows-Betriebssysteme. Da der Client ja mit Golang als statische Binary entwickelt wird, kompilieren wir den direkt für alle Betriebssysteme. Und nun sage ich, baue mir bitte eine RDP-Verbindung auf. Und dann wird der lokale RDP-Client verwendet, jetzt durch den Tunnel zum entfernten System zu kommen. Ich zeige das hier mit meinem Apple Desktop. Funktioniert aber auch mit jedem Windows oder auch Linux Desktop. Die Linux Remote Desktop Clients werden von uns natürlich genauso unterstützt wie die Originalen von Microsoft. Immer mal Fragen, im Moment keine. So, den zurück. Was wir mit den Tunneln ebenfalls machen können, ist, der Client, der auf dem System läuft, nochmal hier, verbinden, zack. Uns das hier angucken. Da ist unser Client. Dieser Client kann nicht nur die Verbindung zu Localhost herstellen, der kann auch eine Verbindung zu jedem anderen System herstellen. Jetzt zum Beispiel hier in diesem 10er-Netz, da habe ich ja sehr viele Maschinen, sehen wir hier, ich möchte jetzt
ein anderes System, wo zum vielleicht der AirPod-Client nicht läuft, wo wir den gar nicht installieren können, oder es könnte ein NAS-System sein, es könnte ein Router, ein Switch, ein Drucker sein, wo wir über die HTTP-Schnittstelle Konfigurationen vornehmen wollen. Dann kann ich einfach sagen, ich möchte jetzt den Port 22 von einem anderen System haben, sage ich mal hier 10.37.100.37, das wäre jetzt hier, dieses System befindet sich im selben Netz. Und jetzt bin ich durch diesen Host Abraham auf den Host Andrew gesprungen. So würde es theoretisch reichen, wenn man ein Edge-Device in einem Subnetz hat und dann hat man dann Zugriff auf die ganzen Systeme, die sich dort befinden. So, das ist das eine, das ist das Thema Remote Access zu Systemen, die sich hinter NAT-Routern befinden. Wir können den Client aber auch noch für weitere Schandtaten nutzen. Wir können direkt hier über den Server Kommandos zum Client schicken. Die gehen dann eben durch SSH auf den Client und kommen dann über eine WebSocket-Verbindung zurück. Oder wir können auch aufwendigere Skripte hier in der Shell der Wahl verfassen. Da haben wir jetzt den falschen. Ich zeige hier gerade den letzten Stand der Entwicklung auf unseren Testsystemen, aber hier können wir Skripte und Kommandos an entfernte Systeme schicken. Für die Windows, also für die Unix-basierten Systeme, können wir auch eine Shebang-Line dort angeben. Es könnte also auch User bin env Python sein zum Beispiel oder bin Perl oder was auch immer. Und für die Windows-basierten Systeme, die kein Shebang-Line verstehen, können wir dann hier auswählen, möchten wir auf der PowerShell etwas ausführen oder möchten wir es über CMD-Exe ausführen. So. Wenn wir neue, genau, wenn wir die Kommandos haben, dann ist es nicht auf einen einzelnen Host beschränkt. Ich kann also auch sagen, ich möchte ein Kommando auf zwei Maschinen ausführen. Geht auch ziemlich fix, je nachdem, wie gut die Verbindung zu den Maschinen steht. Und das Gleiche funktioniert auch mit Skripten. Kann ich hier mein Skript anlegen, die Hosts auswählen. Ich kann die Hosts auch über einen regulären Ausdruck filtern und dann auf mehreren das Kommando ausführen. Und wenn ich ein Kommando häufiger verwende, dann kann ich das auch in eine Bibliothek legen, das sieht man hier links, und sie von dort dann wieder hervorholen. Das ist jetzt hier ein PowerShell-Skript, um ein Windows-Betriebssystem auf den neuesten Stand zu bringen. Oh, so kann ich das dann relativ gut wiederkehrende Aufgaben automatisieren. Wenn wir einen neuen Client ans System anbinden wollen, dann braucht er seine Zugangsdaten. Man kann Zugangsdaten für Clients mehrfach verwenden. Ist nicht immer ratsam, besonders wenn man jetzt zum Beispiel im Kundenauftrag Systeme verwaltet.
dann würde ich nicht jeden Kunden mit dem gleichen Passwort versorgen. Aber wie gesagt, freigestellt. Und dann generieren wir hier einen Pairing-Code. Und in dem Pairing-Code ist dann letztendlich verborgen, zu welchem Server verbinden wir uns und was sind die, was ist das Passwort und der Benutzername. Die Idee von dem Ganzen ist, dass man den Airport-Server selber hostet, idealerweise in einer Cloud. Wenn er sich irgendwo im öffentlichen Internet befindet, dann ist natürlich sichergestellt, dass jeder Client sich gut verbinden kann, aber man kann es auch in einer DMZ, man kann es hinter der Firewall, man kann das Ding auf einem kleinen Raspberry Pi installieren und dann damit die Verwaltung eines Netzes hinter einer Firewall sicherstellen. Da sind überhaupt keine Limits, kann auch in einem reinen Intranet-Modus installiert werden und die Clients verbinden sich dann über private IP-Adressen zum Server, also keine Limits, jeder so wie er es mag und wie es in sein Sicherheitskonzept reinpasst. So. Magst du etwas mehr auf die Unterschiede zu der Open Source und der Hosted Version eingehen? Ja, sehr gerne. Da gibt es keine. Die Hosted Version, das ist für die Leute, die jetzt sagen, habe ich keine Lust oder ich möchte keine Cloud VM oder ich möchte überhaupt keine Betriebssysteme verwalten, dann können die das bei uns buchen. Und dann bringen wir in einer von den drei Clouds, die wir benutzen, eine virtuelle Maschine hoch und installieren automatisch dort den Server. Aber der Funktionsumfang zwischen der Airport-Version, die dann in der Hosted-Version läuft und die man auf GitHub runterladen kann, da ist kein Unterschied. Wir haben keine kommerzielle Edition, die mehr kann als die Open-Source-Version. So, wenn wir das Ganze nicht über die Web-Oberfläche bedienen wollen, dann haben wir zwei Optionen. Also wir haben eine strikte Trennung zwischen Frontend und Backend. Alles, was wir hier jetzt gesehen haben, das war unser JavaScript-Client, den wir in Vue.js entwickeln. Und der verbindet sich zu einer RESTful API. Und diese RESTful API können wir natürlich auch mit der Programmiersprache unserer Wahl oder auch mit Curl bedienen und dann zum Beispiel Skripte auf Maschinen ausführen oder Tunnel aufbauen. Das Aufbauen der Tunnel kann übrigens auch vom Client aus getriggert werden. Ja. Ich kann hier auch schon so den Airport-Client aufrufen und ihm einen Tunnel mitgeben. Das heißt, ein anderer Anwendungsfall ist der ähnlich wie OpenPort.io oder ngorg. Vielleicht kennt ihr diese zwei Portale. Man sagt einfach, ich habe hier meine Maschine, die ist hinter einer Firewall. Ich möchte aber einen Port öffnen, um zum Beispiel meine Web-API, die ich gerade entwickle, öffentlich vorzuführen. Oder ich habe hier eine Maschine hinter einer Firewall, die soll aber einen Webserver betreiben und der soll im öffentlichen Internet immer erreichbar sein, dann kann man den Airport-Client auch nur zum Freigeben der Ports verwenden. So, möchten wir das Ganze nicht über eine API machen, weil uns das zu mühselig ist, dann können wir aber auch Skripten mit dem Airport-Kommandozeilen Client, im Airport CLI. Da kann ich zum Beispiel Sachen machen, wie das hier. Das wäre jetzt zum Beispiel der Host Matilda. Der ist ein Windows-System, aber ich zeige erstmal Airport Client List. Dann sehen wir dieselbe Liste, die wir eben auch im Browser gesehen haben. Alle meine Maschinen. Und hier
sehen wir dann auch hier, dass der Status connected oder disconnected, wir können es auch dazu nutzen, um zu merken, dass eine Maschine aus dem Netz verschwunden ist. Ich schaue nochmal hier. Oder wir können auf der Kommandozeile sehr komfortabel sofort die SSH-Verbindung aufbauen. Das heißt, wir sagen, wir möchten jetzt für den Host Sean einen Tunnel aufbauen. Und minus B bedeutet, starte direkt die passende Applikation, die diesen Tunnel benutzt. Und das ist im Falle eines Linux-Hostes SSH. Und alles, was ich jetzt hier hinter dem minus B mache, wird einfach an meinen SSH-Client übergeben. Das heißt, hier wird der lokale SSH-Client verwendet. Alles, was in eurer .ssh-config zum Beispiel drinsteht, wird auch ausgewertet. Und da mein Public Key auf dem Host schon hinterlegt wurde, kam jetzt hier gar keine Passwortabfrage. Ne? Also das heißt, er hat Airport, hat mir jetzt erstmal den Tunnel aufgebaut. Der ist auch standardmäßig hier mit der Access Control List geschützt. Also nur ich kann diesen Tunnel nutzen. Und dann wird direkt die SSH-Verbindung aufgebaut. Und wenn ich mich wieder auslogge, dann hat der Airport das gemerkt, der Airport Key, und er hat den Tunnel auch direkt schon wieder geschlossen. Und das funktioniert natürlich auch für Microsoft Windows. Zack. Tunnel zum RDP-Port wurde aufgebaut und dann wird direkt ein passender RDP-Client gestartet. Da wird einfach der Standard-RDP-Client verwendet, den das Betriebssystem registriert hat. Testen wir auch immer mit den Linux-Desktops, funktioniert genauso. Aber auch das Ausführen von Kommandos funktioniert über den Airport Key. Airport Key Command Execute, minus N ist der Name vom Client, den ich erreichen will, und dann das Kommando. Und dann kriegen wir hier zurück, was das Kommando auf Standard Error und auf Standard Out rausgegeben hat. Und da geht auch auf Microsoft Windows. Schauen wir mal, ob Fragen. Ich habe leider nicht zwei Bildschirme, um die Fragen und das, was ich euch zeige, im Blick zu behalten. Nein, Fragen. Im Moment keine. Genau. Nicht, dass wir hier das Sicherheitskonzept vergessen. Jetzt haben wir hier gesehen, dass ich einen Client nehmen kann. Und jetzt kann ich da unten ein Kommando ausführen. Ich kann auch hier das Kommando sudo-nid ausführen. Und dann sehen wir, dass das hier nicht erlaubt ist. Und wir sehen bei diesem hier, ja, na? Also das heißt, alles, was ich kann hier was eintippen und ich habe volle Root-Rechte auf dem System und es wird
kein weiteres Passwort mehr abgefragt, ist klar, denn wir nutzen hier für die Kommandos nicht erstmal eine Login-Shell, so wie wir es hier über den Tunnel und den SSH-Zugang nutzen, sondern der Client hat ja seine eigene Verbindung zum Server und kann darüber die Kommandos abführen. Jetzt heißt das natürlich, wer auf meinem Airport-Server sich einloggen kann, hat volle Root-Rechte auf allen Clients. Oder das könnte es heißen, sage ich direkt, nein, heißt es nicht. Wir haben mehrere Stufen, das Ganze zu kontrollieren. Zum einen kann man hier oben sagen, diesen Host, den dürfen nur User verwalten, die in irgendeiner Gruppe Mitglied sind. Und sobald ich nicht mehr Mitglied in der Gruppe bin, sehe ich diesen Host schon gar nicht mehr in der Liste. Aber man kann Airport auch nutzen und nur gewisse Kommandos freigeben. Das heißt, zum Beispiel gibt es User, Kunden, die bauen sich selbst Self-Service-Portale. Die sagen, okay, wir haben hier so einen First-Level-Support, der darf Reboots durchführen, der darf den Apache-Webserver neu starten, der darf MySQL neu starten, aber mehr darf der First-Level-Support über die Web-Oberfläche nicht. Das können wir ganz fein granular steuern, denn in der Airport-Client-Konfiguration, da können wir hier festlegen mit regulären Ausdrücken, welche Kommandos dürfen ausgeführt werden. Oder wir können auch sagen, alle dürfen ausgeführt werden, aber hier habe ich eine Blacklist mit Kommandos, die nicht ausgeführt werden dürfen. Der Client läuft nicht mit Root-Rechten. Das heißt, alles, was ich als Root machen will, muss ich ja zusätzlich noch in eine sudo-erst-Datei eintragen. Das heißt, da habe ich noch einen weiteren Filter, um nochmal mehr Kommandos zu steuern. Na, wer die sudo-erst kennt und wie sudo funktioniert, auch da kann man ja mit Wildcards arbeiten. Ich muss nicht nur ganze Kommandos, ich kann auch sagen, dieses Kommando darf man nur mit folgenden Optionen hintendran ausführen. Also damit kann man, muss man nicht direkt das Scheunentor komplett weit öffnen und über Airport eine zweite Hintertür einbauen, über die eine komplette Kontrolle des Betriebssystems möglich ist. Kann man, muss man aber nicht. Und der Login auf der API, und das ist ja auch dann der Login, der hier für das Web-Frontend genutzt wird, den kann man mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen. Im Moment unterstützen wir das ein One-Time-Token per E-Mail oder per Push-Over-Nachricht aufs Handy kommt. Und wem das nicht reicht, der kann auch sein eigenes Skript reinhängen in den Authentifizierungsprozess und dann alles Mögliche verwenden, um sich die Tokens zuzuschicken. Und an dem Support für den Google Authenticator und One-Time-Token auf dem Handy generieren, da arbeiten wir auch noch dran. So, ich schaue, Fragen bis hierher. Kann man auf Geräte via IPMI, LOM, Serial over LAN zugreifen? IPMI ist ein TCP-basiertes Protokoll. Da sehe ich überhaupt keine Probleme. Wenn man jetzt hier hingeht und wir sagen, okay, das ist ein System, da läuft gerade ein Linux-Client und dann sage ich Service Forwarding und sage hier, ich glaube IPMI Port 161, bin mir nicht sicher, aber und dann hier die IP-Adresse vom ILO, IDRAC oder was auch immer und dann steht die Verbindung. Also da sehe ich jetzt keine Gründe, warum das nicht gehen sollte. So, jetzt kann man sich fragen, ja, warum
machen die das. Also erstmal, das ist kein Hobbyprojekt von uns. Da arbeiten bezahlte Entwickler dran, im Moment um die 4 Entwickler in Vollzeit. Und jemand hat ja auch schon gesehen, wenn man auf airport.io geht, da kann man das Ganze auch in einer bezahlten Version bekommen, in einer hosted SaaS-Version. Und unsere Pläne sind auch hier, Supportverträge anzubieten für die Kunden, die das, denen das zu heikel ist, ohne den Hersteller-Support das zu betreiben. Aber unsere Vision bleibt immer, weder eine kommerzielle Version zu schaffen, noch irgendwie den Open-Source-Support irgendwann einzustellen. So. Es hat Teile von Airport haben Ähnlichkeiten, zum Beispiel zu SaltStack, dass er auch einen Agent hat, der sich von innen nach außen verbindet, über den wir Kommandos und Skripte losschicken können. Man kann natürlich auch Ansible nehmen und sich SSH-Ketten bauen, die man in seine .ssh-config einträgt mit Jump-Hosts und so weiter. Funktioniert alles, aber wir glauben oder wir sind der festen Meinung, dass Systemlandschaften nicht mehr entweder oder sind, sondern man findet fast überall einen Mischbetrieb von Windows und Linux. Und da sehen dann die vorhandenen Tools irgendwie schlecht aus. Ja, Ansible hat Windows-Support, finde ich, ist aber nicht gut gelungen. SaltStack hat einen deutlich besseren Windows-Support, ist aber ein ziemliches Monstrum. Ich bin selber sehr begeisterter User von SaltStack. Ich mache auch viel mit Ansible. Ich merke aber, je nach Anwendungsfall wird es zu einer Last, immer die passende Python-Version zu haben. Oder wir reden auch, wenn wir über Embedded Systems reden, zum Beispiel gibt es Kunden, die installieren den Airport Client direkt auf einem Switch. Ja, das geht mit einem HPs oder HP-Switch nicht, aber wenn man sich zum Beispiel Geräte von MikroTik nimmt oder wenn man an OpenWrt denkt für die Router, dann läuft dort der Airport Client direkt drauf und man hat die volle Kontrolle über sein Device und was hinter dem Device ist. Das ist mit Python nicht möglich, weil Python einfach einen zu großen Overhead mit sich rumschleppt und man kriegt es kaum auf Embedded Devices installiert. Und das ist eben der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen das in Golang entwickeln, damit wir statische Binaries für alle Betriebssysteme und auch alle Architekturen kompilieren können. Airport Client ist für MIPS und für alle ARM-Versionen als fertige Binaries, könnt ihr euch den downloaden. Der ist natürlich viel schlanker. Der kann auch viel weniger als Ansible. Das ist gar kein Vergleich. Aber es ist ja auch möglich, zum Beispiel den Airport Client zu nutzen. Der baut mir die Verbindung zwischen einem Host in einem Intranet, den ich nicht erreichen kann, zu meinem lokalen System auf und ich schicke ein Ansible-Skript rüber und lasse es auf der anderen Seite ausführen. Kein Problem. Und wir möchten, dass Menschen anfangen, Systemadministratoren anfangen zu automatisieren. Und wir merken, viele tun sich schwer mit Tools wie Ansible oder SaltStack, weil ihnen der Einstieg in neue Software über eine grafische Oberfläche oft leichter fällt. Und ja, es gibt Ansible Tower und es gibt auch eine kommerzielle Lösung in Form einer Web-Oberfläche für SaltStack. Aber den sieht man an, das ist sozusagen nicht der Einstieg in die Software. Der Einstieg in Ansible funktioniert nicht über Tower. Der funktioniert auf der Kommandozeile und dann geben viele auf. Und wir wollten Kommandozeile und grafische Oberfläche von Anfang an gleichermaßen behandeln. Ich schaue nochmal. Fragen im Moment keine im Chat.
Und also unsere Vision ist es, Admins mit hohem technischen Verständnis, aber auch die Anfänger gleichermaßen anzusprechen. Und wir wollen die Windows- und die Linux-Community gleichermaßen glücklich machen. Und was wir auch ermöglichen, ist, dadurch, dass es ja sowohl den Kommandozeilen-Client gibt, als auch die RESTful API, wissen wir schon, dass einige Leute Airport einfach nur als darunterliegendes Framework verwenden, um Netze gezielt miteinander in Kontakt zu bringen, aber dann ihre eigene Oberfläche darauf entwickeln. Stichwort Homeoffice. Gibt es nicht alle Firmen konnten so schnell wie die Pandemie sie überrascht hat, die Mitarbeiter mit Laptops ausstatten? Und da gab es dann die Option, ja, nimm dein Büro-PC mit nach Hause. Aber jetzt gibt es dann oft, ja, man ist 4 Tage im Büro, 3 Tage im Büro und so weiter. Und dann kann man nicht jedes Mal in der KVB seinen Rechner mit nach Hause nehmen. Und es gibt Leute, die nutzen Airport, die haben sich eine Oberfläche gebaut. Der Mitarbeiter klinkt sich mit seinem privaten PC da ein, authentifiziert sich dann in der Regel über LDAP an dem vorhandenen Active Directory und kann dann einen Tunnel zu seinem Büro-PC über Remote Desktop oder VNC herstellen und dann mit seinem privaten Rechner auf dem Rechner, der in der Firma geblieben ist, arbeiten. Also die Anwendungsfälle für diese Tunnel sind vielfältig. Oh, so, wer das Ganze ausprobieren möchte, dem empfehle ich, einmal in unsere Knowledge Base zu klicken. Wir haben einen sogenannten Cloud Installer entwickelt. Ja, hier so die üblichen Clouds drin. Ihr könnt natürlich auch eure eigene virtuelle Maschine nutzen. Und wenn man das hier ausführt, dann wird der Airport Server installiert, SSL-Zertifikate generiert, das Frontend wird an die richtige Stelle gepackt. Es wird ein zufälliges Passwort generiert, damit ihr euch beim ersten Mal nicht mit dem üblichen Admin-Admin einloggen müsst. Und ab dann kann man die Konfiguration über den Browser fertigstellen. Also schneller geht es nicht, um einfach mal den Server auszuprobieren und dann die ersten Clients anzubinden. Was gibt es noch? Woran arbeiten wir? Wir arbeiten auch noch an einer Scripting-Engine, die wir in den Airport-Client reinbauen. Die heißt TacoScript. Die erste Alpha-Version ist auch schon auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Wir möchten, dass man ähnlich wie Ansible oder bei SaltStack in einer YAML-Syntax wiederkehrende Aufgaben dort deklarativ definieren kann. Zum Beispiel, ich möchte, dass auf diesem System folgende Software immer da ist, dass folgende Software nicht da ist, dass folgender User da ist und so weiter. Also das ist ein wenig von Ansible und Salt abgekupfert, aber eben oder man könnte auch sagen, ein Teil von Ansible und Salt portieren wir nach Golang. Eben mit dem Vorteil, dass es in einer Datei drin ist. Die ist dann vielleicht ein bisschen größer, aber sobald in User Local Bin die Taco Binary liegt, kann man diese Scripting Engine nutzen und muss sich nicht mehr darum kümmern, habe ich denn jetzt die richtige Python-Version installiert. Also, wir sind große Python-Fans, aber wir sehen, dass für manche Deployments ist Python nicht immer das Mittel der Wahl und besonders wenn man sich zum
zur Vorgabe gemacht habe, dass wir Windows und Linux gleichermaßen unterstützen oder nicht nur Windows und Linux, es gibt ja auch noch andere Unixe, zum Beispiel AIX, was noch lange nicht tot ist, was wir auch unterstützen. Und da ist so eine statische Binary meistens komfortabler. Genau, Audit-Log arbeiten wir auch dran, dass man genau in einer Datenbank protokolliert bekommt, wer hat denn wann was auf welchem Host gemacht. Das kennen wir auch vom SaltStack. Da ist es auch in der Datenbank anbindbar. Und dann werden wir oft danach gefragt, ja, das ist ja toll, dass der Client auf den Maschinen dauerhaft ist, aber der First-Level-Support muss auch immer den Leuten helfen, indem er ihnen über die Schulter guckt, das kennen wir, Stichwort TeamViewer. Und auch daran arbeiten wir, dass das möglich ist. Und alles läuft immer über den eigenen Airport-Server, das heißt, nicht wie bei TeamViewer, wir verbinden uns erstmal mit der Cloud und die Daten fließen über fremde Server, sondern das ist dann immer eine 1-zu-1-Verbindung vom Kunden, von Geholfenen zu euch. So. Gibt es Pläne oder Umsetzungen bezüglich Mac? Wenn mit Mac der Mac OS gemeint ist, dann habe ich es einfach nur nicht erwähnt. Binaries für den Mac gibt es natürlich auf unserer GitHub-Seite. Einfach die passende Darwin-Version runterladen, ist genauso supported wie Linux. Mit Serial over LAN möchte ich auf die Konsole des Gerätes X zugreifen, wie bei SSH. Dem IPMI-Tool klappt das. Ist das hier auch über die Web-UI möglich? Über die Web-UI kannst du jeden Tunnel anlegen. Du musst dann aber auf deinem System den passenden Client haben, der diesen Tunnel nutzt. Also wenn ich jetzt über die Web-UI sage, baue mir einen Tunnel zum IPMI-Port eines Servers auf, dann ist der da und dann musst du das Tool starten. Ich zeige das nochmal. So, hätte ich jetzt das hier gemacht, da ist ja das Beispiel noch, sagen wir das so, zack, dann kann man das Ganze auch, wenn man jetzt häufig zum Beispiel ein IPMI von einem HP Server 9 nutzen möchte, dann kann ich dieses System, was sozusagen hinter diesem Host Andrew lebt, auch in mein Inventar aufnehmen, sage ich hier Add Tunnel. Er überprüft jetzt schon mal, kann ich den Port 161 erreichen? Das geht jetzt nicht. Sag, okay, ist mir egal, baue den Tunnel trotzdem auf. So, das heißt, jetzt kann ich mit meinem IPMI-Tool eine Verbindung aufbauen, und zwar zum Airport-Server, da endet ja der Tunnel, auf diesen Port, auf den Port 28634. Diese Ports werden immer per Zufall ausgewählt. In der Server-Konfiguration könnt ihr sozusagen den Pool, aus dem sich der Airport-Server bedienen kann, definieren. Und jetzt könnte ich auf meiner Konsole aufrufen IPMI-Tool und dann node1airport.io Doppelpunkt 28634. Und dann würde ich hier auf dem Airport-Server landen. Dort beginnt der Tunnel und der bringt mich dann zum Port 161 von dieser IP-Adresse. So. Wenn also in den Client, in den Kommandozeilen-Client wäre es sicherlich auch einfach für uns, noch weitere Direct-Launcher einzubauen, nicht nur SSH und RDP. Das könnte man über eine Config-Datei dem Kunden dann überlassen, sagen, okay, ich möchte auch noch IPMI-Tool automatisch starten oder sowas. Und wer es vom Browser aus wäre es auch machbar, wenn man eben zum Beispiel IPMI Doppelpunkt slash slash als Protokoll registriert hat, dann ruft der Browser das auf, was ihr hinterlegt. So,
Port 623 UDP. Ja, UDP-Ports können wir durch Tunnel nicht schicken. Das ist nicht machbar. Das lässt das Protokoll einfach nicht zu. Ich hätte gerne komplette Ausgabe in meinem Browserfenster. Wenn damit die komplette Ausgabe vom IPMI oder Serial over LAN gemeint ist, dann geht das nicht. Was ist hier unter dem Hetzner-Link? Ja, also alles, was TCP-basiert ist, geht. Was UDP-basiert ist, geht nicht. Da kann man natürlich aber auch einen Host dazwischen als Jump-Host oder als Edge-Device nutzen. Ne? Tunnel, wenn der Tunnel auf einem Linux-System endet, dann kann ja da auch das IPMI-Tool laufen. Die aktuelle Version von AirPort ist 023 Pre-Release. Ist das Production-Ready? Nein. Production Ready sind nur die Versionen, die wir auch als grün, als stable in GitHub flaggen. 023 ist jetzt die Vorversion zu 03. 03 werden wir in, wenn es gut läuft, circa 14 Tagen releasen. Du kannst aber gerne mit der 02 anfangen. Wir werden dann unser Installer-Skript auch anpassen, dass es automatisch ein Update durchführt. Seit wann gibt es das Projekt? Seit AirPort haben wir schon seit einem Dreivierteljahr, entwickeln wir daran. Und unser erstes Release haben wir, kann der ganz genau auf unserer GitHub-Seite sehen. Ich glaube, das ist jetzt viereinhalb Monate her. Genau, AirPort, dahinter sitzen bezahlte Entwickler und wir als Firma haben auch langfristige Pläne, damit Geld zu verdienen. Im Moment sind wir crowdfinanziert. Ja, also es haben sich Investoren dafür über die Companisto-Plattform begeistern lassen. Und das sind teilweise Business-Leute aus der IT, aus größeren deutschen IT-Firmen und die finden es gut, dass es so ein Produkt gibt und dass es das auch im Open-Source-Markt gibt und die finanzieren das Ganze. Das heißt, es ist jetzt nicht davon auszugehen, das ist kein Hobbyprojekt und nächste Woche haben die Entwickler keine Lust mehr und dann schläft das ein. Nein, da stecken finanzkräftige Leute hinter, die das pushen. So, ja, jetzt ist, ich war vor 4 oder 5 Jahren das letzte Mal als Sprecher auf der Froscon, damals vor Ort in St. Augustin. Dann entbrannten lebhafte Diskussionen über den Vortrag, dass kann ich euch nur zu animieren, stellt Fragen, sagt, finde ich super, finde ich scheiße. Ich glaube, jeder Zuhörer darf auch sein Mikrofon einschalten. Erfurt kann zwar eine gute Lösung fernzuhören auf Kundensystemen ohne VPN, richtig. Ja, auch das mit dem VPN ist ein Ansatz von uns zu sagen, VPN ist oft mühselig zu konfigurieren, kann man natürlich alles automatisieren, aber viele Leute vergessen dann, in dem VPN eine Firewall einzubauen und sobald der VPN-Client angeht, verbindet er zwei Netze, das Netz, wo ich gerade mich befinde und das, in das ich reinkomme und sicherheitstechnisch ist es dann oft ein Rückschritt, wenn man zwei Netze miteinander verbindet, nur um an einen SSH- oder RDP-Port woanders dran zu kommen. Und da ist eben das Tunneln von nur einem Port sicherer.
Es kommt eine Frage rein. Ich finde es ein echt cooles Projekt. Wird Teleport angesehen? Ja, genau. Hatte ich ja schon gesagt, ihr könnt auch die API komplett abgeschaltet lassen. Ihr startet einfach den Airport-Server, gebt gar keinen Port an, auf dem die API laufen soll. Und dann könnt ihr Airport genauso wie ngorg, Teleport oder openport.io verwenden. Dann könnt ihr den Client starten. Dem Client sagt er, okay, gib meinen Port XYZ frei. Und dann ist er sofort auf dem Airport-Server offen. Das ganze Tunneln, machen wir auch kein Geheimnis draus. Das haben wir nicht selber entwickelt. Da konnten wir auf ein vorhandenes Projekt zugreifen. Das heißt, Schizzle findet ihr auch auf unserer Webseite, dass wir von dort den ersten Fork gemacht haben. Gibt es diverse, die das ins Leben gerufen haben. Ganz zu unten natürlich, was ich nicht gesagt habe, das basiert auf SSH, aber wir nutzen nicht den lokalen SSH-Client. Ne? Ja, alles ist in der einen Binary drin und als SSH-Client kommt der original SSH-Client von Go, von Google entwickelt, zum Einsatz. Ja, zeitlich, Punktlandung. Ja, wir haben noch 9 Minuten, also wenn noch Fragen kommt. Ja. Einer tippt gerade noch. Mal kurz warten, vielleicht kommt noch was. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Wer noch Fragen im Anschluss hat, kann mir gerne eine Nachricht schicken. Genau, da kam gerade noch eine Frage rein, ob man den Server als Docker-Container veröffentlichen wird. Go im Docker, das ist witzlos. Nimm dir irgendein Base-Image und starte da drin die Go-Binary. Go hat keine Abhängigkeiten zunächst, kannst einen Alpine-Container nehmen, wget auf die Binary und dann starten. Also, wenn wir ein Go-Image supporten, dann müssen wir das updaten und so weiter. Und da das mit Golang so einfach ist, haben wir uns das gespart. Das Problem im Docker ist natürlich, du musst sehr viele Ports mappen. Na, wenn du jetzt 10 parallele Verbindungen erlauben möchtest, dann muss der Airport-Server 10 Ports haben, die gemappt werden. Und wenn man das zum Beispiel dann auch noch absichern möchte mit Fail to Ban, da haben wir auch passende Skripte für, dann wird es dann schwierig, dann der Docker-Container kann nicht mit dem Kernel agieren. TechStack besteht ausschließlich aus Golang, HTML, CSS, JavaScript, right. Webserver ist alles in Golang drin. Man braucht SSL-Terminierung, alles in Golang. Also es wird kein Nginx oder kein HA-Proxy irgendetwas verwendet. Genau, und der Client ist in Vue.js entwickelt. Genau, ich habe gerade noch eine Frage, die mich im privaten Chat erreicht hat, nochmal hier reingepostet. Wie sieht es denn mit dem privaten Gebrauch aus, also für den Familiensupport etc. pp? Wie gesagt, wir arbeiten dran. Einer unserer Entwickler ist nur an dem Thema dran. Auch da werden wir auf eine vorhandene Bibliothek zurückgreifen. Die kommt von Mesh Central. Das ist auch ein Open-Source-Projekt. Das ist ein Client, der ähnlich wie der TeamViewer-Client, das im Videosignal abfischt.
und auch Keyboard und Maus dann fernsteuerbar macht und das über ein WebRTC-Signal an einen Webserver gibt. So. Der Client werden wir eben nicht selbst entwickeln. Wir arbeiten gerade an dem Server, der das Ganze dann im Browser die Fernsteuerung macht. Also nicht so wie TeamViewer, wo man auch der Helfende einen Client braucht, sondern es läuft alles für den Helfenden im Browser ab. Ich habe gestern von unserem Entwickler gehört, dass er da zumindest den ersten Prototypen zum Laufen gebracht hat. Wir rechnen mit 2 Monaten, bis wir das releasen. Wir werden dann die entsprechende Seite, gibt es schon, Plexus-Server, auch als eigenständigen Server anbieten und für die, die es in Airport integriert haben möchten, gibt es dann einen Proxy-Server, sodass man alles über diese Web-Oberfläche machen kann. Aber man kann auch nur diesen Ad-Hoc-Support zwischen Client und Server oder dem Helfenden und dem Helfer ohne Airport machen. Aber wen das interessiert und wer das gerne in Open Source macht, der sollte einfach mal nach RustDeck suchen. Das ist so etwas, das ist ein Open Source TeamViewer-Ableger, der aber nativen Client auf beiden Seiten verlangt. Wie sieht es mit LXC statt Docker aus? Ja, der Airport-Server kann natürlich auch im LXC laufen, ne? Aber es müssen halt Port-Forwardings eingerichtet werden. Denn wenn da, wo der Tunnel endet, dieser Port muss ja auf dem Wirt muss vom Wirt an den Client weitergeleitet werden. Das ist aber mit IP-Tables oder mit RINIT, SOCAT kein Problem. Wie heißt die? RustDeck heißt das. Auf GitHub findet man den Frontend-Part Vue.js von Airport. Wenn du den Installer laufen lässt, wird das runtergeladen. Wenn du aber auf die Dokumentation klickst, dann siehst du auch den Download-Link, den du manuell machen kannst. Da gibt es eine Rubrik Install the Frontend und da findest du auch unseren JavaScript-Code. Ist RustDeck plattformübergreifend? Ja, ist es. Gibt Clients für Windows, Linux und macOS. Es trudeln noch Fragen ein. Ja, die Aufzeichnung für diesen Talk wird natürlich in den nächsten Tagen bis Wochen, ich weiß nicht genau, wie lange dafür das Team braucht, auf den normalen C3VOC-Kanälen veröffentlicht. Dann sage ich schon mal vielen Dank für eure rege Teilnahme. 25 Teilnehmer, hat mich sehr gefreut.
Probiert Airport aus und schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten viel Spaß noch bei den weiteren Vorträgen und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr dann alle fröhlich und munter in St. Augustin wiedersehen. Tschüss!